Muss ich halt nur dran denken, dass wir zwei Speicherstände haben, aber man sieht ja an der Zeit, welcher ist eigentlich auch. So. Musik. Musik. Wunderschön. So, hier sieht man schon mal, was so Geiles auf uns zukommen wird, aber das wird halt richtig nice. Ich liebe sowas. So. Und ich werde... Genau. Das sieht man auch ganz cool an dem Pfeil, ist das gemacht, dass wir von rechts am besten in das Teleportationsding laufen. Denn man sieht auch im Vordergrund, ich glaube, das ist so, wenn wir den Schalter betätigen, den Fußschalter, wird da ein Scrap rauskommen und dann würden wir direkt erstmal in seine Arme laufen. Deswegen von dieser Richtung reinlaufen. Ich mache mal einen Quick Save. Ich glaube, ich habe eben schon mal einen gemacht, aber... Ja, da kommt er. Eieieiei. Gut. Das hätten wir. Jetzt geht's aber, glaube ich, direkt... Nee, direkt noch nicht. Okay, hier machen wir genau das Gleiche. Von der anderen Seite reinlaufen. Und jetzt sehen wir, glaube ich, das erste Mal die Slogs. Das ist jetzt gerade sehr gut. So, da bin ich wieder. Ja, Slogs. Wir müssen, glaube ich, gleich drüben einen Slick übernehmen. Das war nicht so geil. Das kommt schnell. Wir dürfen nämlich jetzt nicht das durchdrücken, das Feuer. Weil der läuft nämlich dann immer ein Stückchen nach hinten. Und dann sind wir irgendwann tot. Weil wir uns selbst erschießen. Oh. Scheiße. Ich habe gedacht, der wird erst runterfallen, wenn wir drunter durchlaufen. Und das Schöne ist auch, bei Eve ist es ja so, dass aus dem Slockhäuschen da manchmal Pause ist. Dass halt manchmal Pause ist und dass dann noch einer rauskommt. Darauf habe ich jetzt eigentlich gewartet. Oh, das war haarscharf. Mach mal ein Quick Save. Okay, das ging doch noch klar. Achso, die hat mich nicht gesehen. Puh. Das Blöde ist, dass man halt auch noch abwarten muss, bis die Tür aufgeht. Und dann muss man halt sich ein bisschen die Zeit vertreiben, ne? Ah, okay. 5 Arbeiter im Stollen. Da sind, glaube ich, auch wieder Tieftöner, nenne ich sie mal. Sind da dabei.
Jo. Nee. Okay. Also nicht so extreme. Oh, kommst du mit? Super. Gut. Das war hier, glaube ich, alles. Sie. Dann können wir jetzt hier rein. 94 haben wir schon gerettet. Gerettet. Das ist auch so eine Ruine im Hintergrund. Die sieht auch sehr cool aus. Ich mach mal einen Quick Save. Ich weiß nämlich nicht, wo das hier hinführt. Wahrscheinlich nirgendwo hin. Ja. Dann können wir jetzt direkt in bei den Mudanshis weitermachen. Nee, Modomos. Entschuldigung. Ich finde die Musik, die hört sich auch so königlich irgendwie an. Es sieht so aus. Ja, jetzt haben wir wieder was zu lesen. Es ist nicht klug, ein Pyromite in die Enge zu treiben. Was du nicht sagst. Okay, übernehmen können wir den hier nicht. Flip. So, was steht hier? Irgendwas von wegen weglaufen. Mit einem kannst du noch spaßen, bei zweien solltest du besser weglaufen. Ja. Ah, das ist jetzt mit dem Übernehmen wahrscheinlich. Chante, um von einem Pyromite Besitz zu nehmen. Dann drücke nach oben, um am Ring zu ziehen und drücke nach unten, um Slugs zu essen. Das hat, glaube ich... Also Slugs essen hat, glaube ich, keine Bewandtnis, außer dass wir dann für uns selbst den Bereich bereinigen können, aber... Macht er die auch kaputt? Ja. Oder wenn wir mit einem Pyromite da lang müssen... Dass der den nicht aufweckt, ich weiß es nicht genau. Wenn du ein Pyramid bist, drücke Dreieck, um auf ein Netz zu springen. Dann drücke oben, um raufzuklettern und unten, um runterzuklettern. Dann machen wir das mal. Meine Handy hat geklingelt. Achso. Jedes Mal an dieser Stelle denke ich dann, ich hätte den nicht mehr unter Kontrolle, wenn er runterfällt, aber es ist nicht so. Wo kommen wir denn da hin? Okay, dann müssen wir uns wieder behelfen hier.
Er sollte eigentlich auch nicht runterkommen, weil er ist ja alleine. Gibt's mal ein Quicksave hier. Man weiß ja nie, ne? Ich habe auch bisher noch keine Fläschchen gesehen. Oh. Dein Kopf ist gerade von der einen verschwunden. Dreht ihr euch auch nochmal rum? Oder guckt jetzt... Okay. Ein Karsch. Spinnchen. Ja, da guckt er blöd, ne? Okay, keine Dingsbums. Fläschchen. Mein Gott, musste ich jetzt überlegen, ey. Ich mag auch dieses Loch da im Boden irgendwie. Frag mich nicht, warum. Jetzt gleich müssen wir, beziehungsweise ich wollte gerade sagen zusammenarbeiten, aber wir müssen jetzt gleich einen für uns arbeiten lassen. Ich hoffe mal, das wird nochmal erklärt, was ich drücken muss. Ja, sehr gut. Grundkenntnisse der Kommunikation, die Paramite-Sprache für Anfänger. Okay, Angreifen ist L2 und X, das wollte ich nur wissen. Den wollte ich gar nicht haben. Der wollte es ja nicht machen, ey. Doofkopf. Mann. Muss ich halt selber machen. Okay, das heißt, wir hätten noch... Falls die beiden uns weggestorben wären, hätten wir noch eine dritte bekommen. Das ist sehr nett. Das Loch im Boden. So schön ausgefranst auch da irgendwie. Ausgefranst. Von Franz. So. Dun, 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 dun. Bum, bum. Kommt jetzt das, was ich denke, was kommt mit dem Fleischsack? Ja. Sehr gut. Paramite, Faramygdn. Giftzähne, Beine, Spinnweben. Sie haben alles. Lieblingskost, rohes Fleisch und langsame Mudaken. In der Reihenfolge. Das heißt, rohes Fleisch mögen sie lieber als uns. Ratschlag. Fleischsäcke sind nicht nur zur Dekoration da. Dann wissen wir ja Bescheid. Fleisch... Können wir, glaube ich, immer nur eins haben. So, was ist hier? Das ist bestimmt nochmal nicht in Bedrängnis, bla bla bla. Ah, was Paramites nicht sehen, können sie auch nicht fressen. Die Unsichtbarkeit ist dein Freund. Befreie die beringten Geister, dann chant, um unsichtbar zu werden. Okay. So viel zu lesen.
klatsche auf alle Geisterfallen, um die Geisterschlösser aufzumachen und die Grufttüren zu öffnen. Wir kriegen also quasi nochmal alles das Gleiche hier erzählt. Wie vorhin auch. Die merken zwar, dass ich da bin, aber die checken es nicht. Das ist schön. Ah, hier bin ich auch schon mal gestorben. Bin nämlich mit Schwung von oben rechts mit dem Dreiecksprung nach unten gesprungen, habe alle Stufen quasi übersprungen und bin dann gestorben, als ich unten aufgekommen bin. Deswegen will ich das hier nicht wiederholen. Okay. Das war nicht so gut. Ich wollte eigentlich schön mit einem Sprung dahin. So. So. Und jetzt sind wir hier. Gucken wir uns nochmal die Karte an. Jetzt haben wir das gleiche hier bei den Pyramids wie bei den Scraps auch. Hier haben wir eine schöne Übersicht. Von den einzelnen Leveln. Ja. Oh, das links in der Mitte sieht ja auch lustig aus. Das ist einfach nur von oben nach unten. 5 Ebenen. Auch nicht schlecht. Gut. Dann ist das hier ein perfekter Punkt, um wieder aufzuhören. Ich will die Animation fertig. Genau. So. Wir machen eine Speicherung auf der Memory Card. Auf unserem Z-Spielstand. Genau. Überschreiben. Alles okay. So. Supi. Dann hoffe ich mal, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Wir werden beim nächsten Mal hier bei den Pyramids bzw. Modomos, glaube ich, weitermachen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.